Hallihallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Vlog, Berlin Shopping Vlog Edition. Leute, ich treffe mich gleich mit Freunden. Gaius ist wieder am Start, Jan ist am Start, Alvaro ist glaube ich auch am Start. Wir gehen gleich ein bisschen durch die City, es ist super kalt draußen, es ist 10 Grad. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll, ich habe hier gerade noch was gedreht für Valentino. Checkt das gerne auf meinem Instagram ab. Da auch gerne natürlich reinfolgen, ich poste da jeden Tag Fitpics, Reels. Outfit-Inspiration in allen möglichen Formen und Arten. Und ich glaube, es könnte euch gefallen. Wenn euch meine Vlogs auch gefallen, dann wird euch das vielleicht auch gefallen. Ich würde sagen, ich nehme euch mal mit. Ich weiß nicht, wohin es genau geht und wie und wo und was und wann. Aber ich denke, wir gehen vielleicht den einen oder anderen schönen Store abchecken. Sowas wie Our Legacy oder so. By the way, ich mache ja momentan eher Vlogs einfach nur. Ich will anfangen, mehr Styling-Videos zu machen und so weiter und so fort. Recommendations. Schreibt mir das gerne auch in die Kommentare, wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt. Dann check ich ab und mach das natürlich auch gerne. Ich würde sagen, let's go. So, Freunde, ich bin ready to go. Ich habe so eine Unordnung hinterlassen, das ist geisteskrank. Das ist der Fit Shorts, Bottega Veneta Boots, Jaded Shorts, AS Spectrum, Longsleeve drunter. Ganz Louis V Shades. Ganz entspanntes Ding. Ich habe einfach Bock, Shorts zu rocken, obwohl es kalt ist. Let's go. Also da haben wir den ersten Kollegen. Der gute. Der machen wir heute diesen Vlog? Gute Gaius. Machen wir diesen Vlog? Ja. Was geht, Bro? Was geht, Bro? Alles gut bei dir? Ja, freue mich, dich zu sehen, Bro. Ja, siehst frisch aus, Bro. Ja, selber. Willst du einmal direkt den Breakdown machen? Wäre super nice, Bro. Okay, okay. Gut. Von 44, 424. Sehr, sehr nice Teile, Bro. Die haben Backlace. Ja, geisteskrank, Bro. Boah, stark. Ja. Sehr, sehr stark. Favorite Denim. Mhm. Von Acne Studios. Sieht man auch direkt, ja, Acne ist, Digga. Crazy Ding, sehr nicer Fit, bisschen flared auch, ne? Schöne Waschung auch. Aber sehr, sehr cool, Bro. Diese Longsleeve. Du musst laufen, Leute. Ja, schneller. Ey, da hast du Weekday Longsleeve, T-Shirt 2Js, ja. Gürtel 2Js, ja. Lederbomber von Hahn Kopenhagen. Ach, die ist von Hahn. Ah, ja, Bro, ist deine Lieblings-Zalando-Brand, Bro. Kann das sein, Bro? Mein Lieblings-Zalando-Brand Diesel eigentlich. Die, okay, ja, Diesel auch. Auch ja. Fair, Bro. Fair. Vintage Cap am Start, weil... Die ist auch sehr geil, die Heat Cap, Bro. Ja, Bruder, die ist auch Heat. Bro, die ist strong, die ist sehr, sehr strong. Dann über... die Balenci. Balenciaga Glasses. Wie viel hast du nochmal dafür gezahlt, Bro? Was hörst du? Verrat, Bro, gerne. 540, Digga. Digga. Pfund oder Euro? Boah, ja. Umgerechnet Euro, glaube ich. Okay, ja, krank. Ey. Aber crazy Brille, crazy. Ja, die ist nice. Ja. Und Schmuck. Wichtigste hier, Medic, das ist meine eigene Brand, da kommt noch was. Abchecken, Leute, kommt bald. Kommt bald. Ihr wisst Bescheid. Da 2Js, Vintage. Trägt auch viele Ringe, Bro, ja, ne? Bruder. Ist das bei dir gar nicht, dass sich das nervt? Nein, null. Nervt dich gar nicht. Aber wenn du gute hast, dann. So, ja, dann geht's. Du hast die auch gut angeordnet, so, ja, geht alles klar. Ist perfekt. Ja, okay, Killer. Und Schmuck genauso. Medic. Ja. The Great Frog. Mhm. Und 2Js. Bro ist auch süchtig nach Herzen, also Bro, Herzen? Das ist sein Ding. Das ist sein Ding. Herzen. Der kauft alles, was ein Herz hat. Ja ey, fresher Fit, Digga. Ey, danke, Bro. Ich würde dem eine 2 von 10 geben, Bro. Digga, du kleiner 2 von 10, Bro. Los geht's jetzt. Ja, let's go, Bro. Du hast gesehen, der gute Gaius ist am Start. Wir gehen jetzt, lass mal direkt Richtung Our Legacy gehen, weil Jan meint, der kommt mit Auto. Okay, nice. Und der wollte direkt zu Our Legacy anscheinend irgendwie. Nice. Mit kleine Bauchfrei kommt er. Was eine Wand. Junge. Erste Jacke ist krank. Das ist krass. Das ist diese. Das ist Canvas, Bro, ne? Angelehnt an. Craig Green, sagst du? Ja, ich würde sogar sagen, so dänische Polizei. Polizei, ja. Ich glaube, 70er. Die sahen genauso aus. Krank. Ja, ehrlich, die früher oder später, die müssen kommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Die sind stark. Auf jeden Fall. Die sind krank. Die sind stark. Back auch wild. Back ist oder ganz, ganz stark. Sehr, sehr strong. Fantastisch. Ist ganz, ganz stark, ja. Ist sehr, sehr strong. Ist ein dummes Ding. Leder auch. Boah, das ist soft, Bro. Das ist
soft, soft. Alter, das ist dumm soft. Das ist soft, wow. Soft, Bro. Die ist stark. Boah, die hab ich schon gesehen, die neue Ausgabe. Die ist so nice. Die ist super. Fühlt sich gut an. Bro, die sieht so brazy aus. Junge. Gutes Ding. Ja, perfektes Size. Das sind 48 jetzt? 48. Krass. Ja, die ist stark. Bro. Könntest du auch was Heavy noch drunter leeren? Ich hab hier noch echt Space in den Armen. Mhm. Einzige Manko, keine Poppe. Aber es sieht gut aus. Sieht Bro, zeitlos. Ja, das ist das Ding. Oh, Bro, das ist ein zeitloses Piece des Grauens. Aber keine Pockets stört mich auch schon, Bro. Aber macht das Ganze sehr clean. Ja, mach's clean. Aber ist schon. Das ist so. Two-Way-Zipper auch wichtig, Bro. Ja, Bruder. Also ohne ist für mich heutzutage Quatsch. Ja, ja. Sag ehrlich. Das macht ein Piece, Bro. Das ist zu wichtig. Ja. Two-Way-Zipper, Bro. Wow. Bro, aber der läuft auch so smooth. Ich höre nur, du machst drauf zu, Bruder. Der ist wie Butter, Bro. Junge. Stark. Starkes Ding, Bro. Leute, ich sag euch ehrlich. Dieser Loafer, Bro. Boah. 390. Wahnsinnsding. Mach mal was drüber. Geisteskranke Dinger. Da sehe ich mich dumm drin. Das in Oliv, Bro, das ist so matt, Bro. Das ist sehr krass. Das ist sehr, sehr matt. Ich habe das auch anprobiert, Bro, aber mir passt das einfach nicht. Ja, ja. So krass, das Ding. Bro, hast du die Loafer an von Doc, Bro? Ja, Bruder. Sind Loafer, ne? Ja. Auch mit Doppelstitch auch? Ja, Bruder. Fühl ich das Ding. Auch einfach mal doppelt statt einfach. Sehr nice. Crazy Ding. Feier ich auch sehr schön. Dieselhose auch. Ja, geh ich. Diesel-Hummel. Leute, wenn ihr Geld habt und eine gute Hose haben wollt, dann die Diesel. Die ist so schön, Bro. Nice. Die ist perfekt, perfekt. Checkst du das, Bro? Wie einfach, wie smooth und einfach. Das ist so ein Ding, da muss jeder eigentlich entscheiden. Verschieden, das ist der Call. Jeder, genau so ein. Genau das wollte ich eigentlich auch mit sagen. Was haben die für Zipper? Lampo-Zipper. Mhm. Bro, die ist so heavy. Die sieht so Wahnsinn aus, Bro. Boah, die ist krank. Auch Schulterpartie. Boah, die ist so gut geschnitten, Bro. Ich dachte anfangs, die ist zu eng, aber Größe ist eigentlich. Die ist so gut geschnitten, Bro. Die passt sich dir noch richtig gut an. Ja, ja. Ja, ja. Sieht jetzt gerade noch so ein bisschen hart, aber das wird ja mit der Zeit. Krankes Ding. Das ist ein ganz, ganz krankes Ding. Was kostet die Geschichte? Das weiß ich nicht. Was denkst du, was die kostet? Ich sag, die kostet 890. Also 3 Monate nur Chicken Rice essen, sagst du? 3 Monate Wasser mit Steinen. Dafür sieht man mehr als gut aus. Ja, ist schon ein dummes Ding, deswegen. Bro, das kommt so krank, Bro. Auch der Fit jetzt. Fit, der ist schon so perfekt. Ich hätte sogar noch nicht. Musst du wohl mitnehmen, wenn du nicht ausziehen kannst. Kriegst du mich aus. Detailing auch krank. Was eine Bunder der hat, Bro. Ehrlich, ernst, Bro. Leute, ihr wisst, der Hustle, kurz ein paar Fit-Picks mitnehmen. Ja, genau. Weil die Fits schmecken heute. Bruder hat gar keine Gnade, Bro, vor Speicherplatz. Gar keine Gnade, Bro.
wenn noch so ein bisschen dieses Ausgewaschenere wäre. Das ist deine Farbe, ich schwöre dir. Boah, das Ding ist crazy. Das ist ein bisschen long tatsächlich. Ja, und Bruder, ich schneide eh alles ab, Bro. Aber ich muss sagen, das unten sieht eigentlich ziemlich geil aus. Das ist so geil. Deswegen muss ich vielleicht eventuell zum Schneider gehen. Aber nee, wie findet ihr eigentlich meinen Earcuff? Was sagt ihr eigentlich dazu? Freunde, schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde den sehr, sehr nice. Das gibt mir nochmal so einen freakigeren Auftritt, würde ich sagen. Aber ich mag auf jeden Fall. Ich mag. Wir steppen jetzt weiter. Wir waren gerade nochmal bei CDG drin. Ich bin am überlegen, vielleicht hole ich mir dann so einen Longsleeve. Aber ich weiß halt nicht, welche Farbe. Ich hätte gern schwarz-lila. Aber vielleicht hole ich das so jetzt schwarz-weiß oder schwarz-rot. Weil ich sehe da was. Ich habe da eine Vision. Ich weiß, das könnte funktionieren. Ja, ja. Ja, ja, ja. Stammtisch. Boah, das ist so wichtig. Ja, wir machen jetzt viel. So, Leute, nächste Station. Wenn ihr in Berlin seid, kommt zum Soho-Haus. Unten ist The Store. Und da findet ihr auch super nice Sachen. Die haben auch immer eigentlich einen geilen Sale. Ja, wir steppen jetzt rein und checken die Geschichte mal ab. Ja, Freunde, so sieht's aus. Man steppt hier rein. Und dann gibt's hier alles Mögliche an Stuff. Kannst du nochmal zeigen von hinten, Bro? Was ist das für eine Brand? Bro, guck dir mal diese Konstruktion. Off-White, ja. Geile Konstruktion, Bro. Ganz ehrlich, gerade aktuell eine meiner Favorite Brands, Wales Bonner. Ohne reden. Echt, die habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe gerade schon gesehen. Bro, ich liebe Wales Bonners Stuff, Bro. Vor allem so Polo-Shirts und so. Bei dem guten 70-Vibes. Mhm, Bro, die ist komplett an jamaikanischer Dingskultur inspiriert. Ich habe vergessen, wie die heißen. Es gibt jamaikanische 70s-Kultur. Wo, wenn du dir da alte Filme von denen anguckst, Bro, die kopiert 1:1 die Pieces von denen. Wenn du das weißt, Bruder, dann weißt du sofort, oh, okay, so macht die diese Vibes. Bro, weil ich habe letztens mit Kollegen aus Düsseldorf darüber geredet und er meinte, Bro, der ist auch hart, ne? Ding. Der ist auch hart. Sehr, sehr nice. Aber Wales Bonner auch expensivo. Das Ding kostet ein K. Die Weste hier. Die ist zu lecker. Die kostet einfach. Hätte ich gezogen. Einfach fast ein K. Checkt ihr? Also übertrieben. Ja, ja, das ist. Aufrunden, ja auch. Aber wir warten auch auf Sale manchmal, ne? Ja. Und dann kann man vielleicht arbeiten. Dancing hier, Bruder. Schau mal, wie wir da gleich in diese Kamera reinlaufen. Ja, oder? Boah! Dummer Vibe! Super Ding! Boah, der kommt super, ne? Freunde, wir wollten jetzt gerade feine Layer rein, aber wir haben keinen. Leute, warum machen wir eigentlich keine Research, bevor wir losgehen? Money for fun. So. Ja, auf jeden Fall. Final Layer 2 heißt, aber da drin darf ich eh nicht filmen. Deswegen ist eigentlich egal. Aber der hat halt wirklich mit die nicesten Sachen. Wir steppen jetzt weiter zum Woo-Store. Schauen, was es da Schönes gibt natürlich. Und ja, ich glaube, ich weiß auch schon ganz genau, da gibt es eine Prada-Hose, wo ich muss die unbedingt anprobieren, Bro. Alles in diesem Boah! Wenn es ihn noch gibt. Prada ist viel zu teuer. Haben wir schon was gefunden, Bro? Ja, zwei Sachen hängen schon. Okay, schneller, Mann. Ja, Freunde, wir sind gerade dabei, Woo-Store auf den Kopf zu drehen. Das T-Shirt, Leute, crazy Ding. Super, super nice. Auch das Flanell gefällt mir richtig, richtig gut. Kiko Costardino. Boah, die ist sehr wild. Boah, die ist sehr, sehr krass. Hätte ich nicht die von ADR? Sehr, sehr nice Hose. Würde ich mitnehmen. Sehr, sehr nice. Die ist so ähnlich. Die ist sehr, sehr cool. Die ist auch crazy. Ja, ja. Dries van Noten Knit. Schönes Ding. Sehr, sehr schönes Ding. Mhm. Die Weste ist so sick, Bro. Different, Bro. Die Weste kommt stupid. Oh, Isse kommt auch super bei dir, Bro. Stark. Clean. Oh, super Ding. Boah, ich finde auch die Länge eigentlich geil.
bisschen lang, aber finde ich echt cool. Die gibt's, ja, die gibt's aber auch gar nicht im Bodycrop so. Ja, ja, deswegen, man muss auch so. Mhm. Finde ich echt ganz nice. Boah, das sieht sehr clean aus, bro. Digga. Freunde, einiges zum Anprobieren gefunden. Boah, was eine Fit. Also mit Schuhe, die ist Fit 3000. Die ist echt stark. Leute, es ist gerade maximale Kopfschmerzen, weil wir haben viele Pieces anprobiert und die waren wunderbar, aber Pricing war auch crazy von denen. Hat keinen Spaß gemacht. Yeah. Schwierig, Freunde, aber wir steppen, glaube ich, jetzt tatsächlich nochmal zurück zu All Legacy und kommen in das Song und packen da, denke ich, nochmal vielleicht was ein. Und dann ab also safe. Yes. Safe. Bis gleich. Tschüss. Scheiße. Money for fun. Money for fun. Digga, heute war nicht Money for fun, Digga, bei uns so. Heute war kein Spaß, ich sag ehrlich. Leute, wir sind zurück. Zipper muss eingepackt werden. Auf geht's. Wieder on his Gaius Things, Digga. Ja, ja. Nee, Bro, der ist krank, der ist krank. Ich finde den sogar, der sieht aus, als wenn ein Kindergartenkind gemacht hat. Verstehst du, was ich meine? Wo weißt du, welcher geht? Guck mal. Hier. Nein, guck mal den da hier, Bro. Der ist krass. Den da hier finde ich stark. Ja, easy. Boah, ich sag ja, das ist nicht meins. Ist nicht deins, hast du gesagt, Bro. Aber du hast auch keinen Geschmack, Bro. Ja? Nein, Bro, ja. Schreib mal in die Kommentare, ob Gaius Geschmack hat oder nicht. So ein Spruch in seinem Kopf hat, er muss auf Kampf sein. Ja, weißt du. Das ist das gute Ding. Fühl ich. Aber sagt ihr rot oder schwarz-weiß? Rot. Rot sagt ihr? Ich weiß schwarz-weiß. Ja, ich zieh das nochmal für euch an. Ich habe jetzt nochmal das Schwarze angezogen, aber das ist, glaube ich, einer zu langweilig. Es wird, glaube ich, das Rote. Yes, yes. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches ihr nicer fandet. Aber ich werde mit dem Roten gehen. Ach so, der Bro hat noch was gefunden, oder was? Bruder, der hat sich jetzt das Parfüm gekauft, ohne den. Leute, wenn es um Parfüm geht, ihr wisst nicht, meine Kenntnisse sind da, aber Leute appreciaten nicht. Secure the bago. Yes, sir. Die Freunde sind mittlerweile im KDW angekommen. I'll be a role model. I'll be a role model. Boah. Weißt du viel? Taui. Garde. Ja, Freunde, wir sind im KDW in der Sales Section. Ich habe hier schon einen Knit gefunden. Ganz nice eigentlich. Wird gleich anprobiert. 100 Euro, sieht echt cool aus. Wir checken. Also, verrückte Jacke auch gefunden von Chloe. Leider zu klein, aber richtig, richtig schönes Ding. Boah. Was sagst du, Bro? Was gefunden? Leider nix. Leider nix, ne? Leider nix. Sehr naja. Schade, aber sehr schöne Sachen. Schon, ne? Schon. Die ein oder andere gefährliche Geschichte ist. Ist hier auf jeden Fall am Start. Die von der werde ich träumen. Vaseline oder Chloe? Ach, Chloe, sorry. Dummes Ding. Die sind nur zwei. Eigentlich ein Kopf, ich sag euch ehrlich, das ist geisteskrank, das Ding. Das ist auch in Jaja. Ey, das war crazy. Freunde sind zu öde, Alter, ehrlich. Nur am Handy, Alter. Oder ich nehme dich. Digga, nur am Handy, die Wichser, Digga. Nur am Handy, Mann. Seit 3 Stunden warten wir auf Essen. Wir gehen jetzt gleich noch essen. Chicago Williams Barbecue, einer meiner Favorite Spots. Wir mussten jetzt irgendwie 1,5 Stunden vertreiben, weil die hatten leider keine Plätze mehr frei. Es wird nice. Bruder hat Bock. Das wird dumm. Ja, Mann.
okay, ja, okay, ja. So Leute, Gang Nummer 1 ist angekommen. Chicken and Waffles. Geh mal rein. Ja, oh, diese zarte Geschichte. Und dann lieber eigentlich die Chicken Waffles. Chicken Waffle. Wie Dampf? Boah, hot! Genauso. Ah, das macht mich glücklich. Das macht mich glücklich. Das macht mich glücklich. Sag eine Sache in diesem Video. Aha. Er sagt eine Sache in diesem Video. Lara, ich weiß, du guckst diesen Vlog, oder? Ja. Sorry, dass du hier bist, Bruder. Dass dieses, nicht mal dieses, will dich ärgern gerade. Das fickt nicht, dass du nicht da bist gerade, weil es ist krank. Boah. Krank. War nicht schlecht, war nicht schlecht. 2 von 10. 2 von 10, beim. Sicher. Bevor dieses Essen noch ist. Man wollte einfach nur essen gehen. Ich wollte nur einmal Tonnen. Ich wollte nur essen, Digga. Ich wollte nur essen. Ich weiß nicht, wovon die reden, Freunde. Das ist auf jeden Fall das Ende vom Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war überragend. Wir haben nice Pieces gefunden. Warte, warte, warte. Die Vibes mit den beiden. Ey, auch danke, dass ihr dabei seid. Das ist, glaube ich, der krasse Vlog, Bruder. Ich glaube, dieser Vlog hat Potenzial, ehrlich. Danke fürs Zuschauen. Leute, auch mal gönnen. Auch mal ein Like, Abo, Kommentar. Auch mal reinpfeffern da. Auch mal reinpfeffern. Auch mal reinpfeffern, Leute. Auch mal gönnen. Yes, sir. Ey. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Let's go.